Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Scanner-Podcast, Folge 9. Heute rede ich mit Matthias Rudolph. Er ist SEO- und AI-Experte und wir reden über ChatGPT und Co. Aber das soll es nicht gewesen sein, wir reden auch noch darüber, wie du zum Beispiel Wasserkäfer herstellst und wie du im Leben Erfüllung findest, nicht nur im Berufsleben, aber auch im Privatleben und dir zum Beispiel die Frage stellst, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich kann nicht scheitern? Also, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß und bis nächste Woche. Und falls ihr euch fragt, warum ich so pink aussehe, ich habe ein bisschen am Regler meine Kamera rumgedreht und finde es eigentlich ganz cool. Willkommen beim Scanner-Podcast. Alrighty, herzlich willkommen zum Scanner-Podcast, Folge 9. Heute mit Matthias Rudolph. Ja, Matthias, vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Sehr gerne. Ja, du bist ja Experte für SEO und AI, da reden wir gleich noch drüber. Aber erste Frage an dich, bist du Scanner? Ja, also definitiv. Ich habe von diesem Thema Scannertum, nenne ich jetzt mal, vor vielen, vielen Jahren mal ein Buch gelesen, als das so rauskam. Ne? Da hat ja, glaube ich, irgendwie eine Psychologin mal darüber geschrieben. Und ja, da habe ich mich halt tatsächlich ziemlich ertappt gefühlt, weil zu der Zeit damals war das ja so ein bisschen so, das ist ja eigentlich auch heute noch so, würde ich mal sagen, dass das ja so ist, dass Spezialistentum, ne, egal was du machst, ja, irgendwie in der Welt, also in unserer westlichen Welt, ist Spezialistentum ja das, was quasi honoriert wird in vielerlei Fällen so, ne? Ganz genau, ja. Und oft wird ja dann gesagt, ja, aber du für die Chefs, ne, da brauchst du halt natürlich schon auch Leute, die irgendwie viel, keine Ahnung, Allgemeinbildung haben und guten Menschen können und so. Aber da musst du ja auch erstmal hinkommen, ne? Und insofern, also habe ich mich tatsächlich dann zum ersten Mal, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gedacht, oh krass, ja, das ist genau meine, die Beschreibung, die auf mich zutrifft, dass ich halt irgendwie immer so viel interessiert bin an Themen und an Dingen, ne, dass ich halt nie es schaffe, eigentlich irgendwo richtig Spezialistentum aufzubauen oder voll in die Tiefe zu gehen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, ah ja, jetzt ist ein anderes Thema gerade wieder mega spannend. Und ja, insofern, ne, also hat sich bei mir auf jeden Fall als richtig rausgestellt, ein Scanner zu sein. Und damals war es für mich tatsächlich so, habe ich mich auch damit so ein bisschen alleine gefühlt, in Anführungsstrichen, so, weil ich habe so gedacht, ja, okay, krass, du bist dann jetzt ein bisschen anders als die anderen so. Aber inzwischen merke ich so, auch gerade in meinem Freundeskreis oder jetzt auch, ne, so, wie wir uns ja auch so kennengelernt haben, dass das halt sehr viel verbreiteter ist, als man so denkt. Absolut, absolut. Ich habe zum ersten Mal von dem Begriff gehört, vor knapp 2,5 Jahren in der Mastermind. Mhm. Und dann habe ich die Leute so gefragt, hey, was soll ich machen? Ich habe ganz viele Ideen und so weiter. Und dann meinte einer, hey Christian, du bist Scanner. Ich so, hey, was ist ein Scanner? Und so, ja, das ist dieses Buch da von Barbara Sher und hat das Buch geschrieben, du könntest 1000 Dinge tun, wenn du nur wüsstest, was. Mhm. Ja. Und ja, so habe ich erst mal von dem Begriff Scanner gehört, aber schon vorher war ich auf einer Konferenz in Nomad Cruise, so also eine Kreuzfahrt für digitale Nomaden. Mhm. Und auch da gab es schon diesen Begriff als das Shiny Object Syndrome, das quasi immer wieder neue Shiny Objects gibt, so leuchtende, funkelnde Diamanten, die überall da aufpoppen. Ne? Und dann denkst du, okay, das könnte ich machen, das ist auch interessant. Genau, spannend. Ja, und wie lange ist es her, als du davon gehört hast? Oh, das muss tatsächlich, also das muss relativ, jetzt müsste ich mal googeln, wann das Buch von der Barbara Sher überhaupt veröffentlicht wurde, weil ich habe ja... Hast du auch das gelesen, ne, von Barbara Sher? Mhm. Ja, also ich habe es zumindest überflogen, sagen wir mal so. Ich habe ja damals zu der Zeit angefangen, also oder beziehungsweise ich habe 10 Jahre im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gearbeitet, als Online-Marketer. Habe da sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Artikel geschrieben zu diesen ganzen Themen. Und das war halt eine sehr, sehr coole, ein sehr cooler Nebeneffekt von diesem Job war halt, dass du halt einfach übelst viel in diesem Bereich auch gelesen hast, ne, und viele, viele Sachen kennengelernt hast. Und ja, und wir haben dann natürlich auch immer so relativ frühzeitig immer Rezensionsexemplare von bestimmten Sachen bekommen. Und dementsprechend, das muss wahrscheinlich so maximal ein Jahr, nachdem dieses Buch veröffentlicht worden ist, muss das gewesen sein, dass ich davon mal gelesen habe, ja. Ah, krass, das muss schon recht lange her gewesen sein, weil das Buch ist echt schon ein bisschen älter. Ich glaube, Barbara Sher hat schon mehrere Bücher so veröffentlicht in dem Bereich. Mhm. Also erst kam sie ja raus in den USA damals, ne? Ja, genau, ist ja immer so, ne? Ja, genau. Also ich habe 2011 angefangen, in so einem Bereich zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, wann ich das cool. Mal, müssen wir mal gucken. Aber ich glaube noch früher. Ach so, ist das sogar noch älter? Aber ist egal, ja. Aber ja, ziemlich cool, weil ich glaube, dass mittlerweile immer mehr Leute so diesen Begriff kennen. Mhm. Und meine Hoffnung, damit dieser Podcast noch mehr Reichweite und noch mehr Leute irgendwie anzieht. Denn ich möchte einfach Leute, dieser Podcast geht ja darum, dass wir erstens über das Scannertum sprechen und zweitens auch über andere Themen in meinem Video reinschauen, weil Scanner macht nichts anderes ganzen Tag, als sich Sachen anzuschauen. Einfach, die sich interessiert sind, wie früher in Griechenland, oder? Oder wie der Da Vinci. Genau. Ja.
Muss ich dir ganz ehrlich sagen, was ich auch super interessant finde, ne, als Scanner jetzt selbst, ne? Also du hast ja viele, viele Lebensentscheidungen, die du treffen musst, ne? Also im Sinne von, hey, als Beispiel jetzt mal, ne? Ich weiß, ich bin von meiner Persönlichkeit her so veranlagt. Aktuell würde ich immer noch sagen, ist es so, dass die Welt da draußen aber eben zum Beispiel jetzt eher andere Sachen honoriert. Und ja. Dann ist natürlich so die Frage, hey, gehst du dem nach, ne? So dieses klassische, hey, ich studiere Geisteswissenschaften und werde am Ende Taxifahrer-Ding, so, ne, was immer so das eine Ende der Skala ist, wo alle Angst vor haben. Oder du unterdrückst das so ein bisschen und sagst halt, hey, ich schlag beispielsweise jetzt einen klassischen Karriereweg ein, ziehe irgendwas durch und dadurch leiden aber ganz viele meiner Persönlichkeitsanteile drunter, so dass ich halt keine Zeit mehr habe für die schönen Künste oder für was es auch immer dich interessiert, so, ne? Und das sind ja zum Beispiel so Fragen, finde ich, die stellen sich ja alle Leute und ich in meinen 20ern sowieso ganz extrem, ne? Weil ich habe auch super viel gemacht, ausprobiert. Wenn du dir meinen Lebenslauf anguckst, denken alle immer so, was? So, ne? Also das ist halt schon so, da siehst du es halt ganz klar, ne, dass jemand, dass ich halt viel interessiert bin und viele, viele Sachen in unterschiedlichsten Richtungen so ausprobiert habe. Aber ich meine, gerade so für Menschen, die jetzt in so einer Orientierungsphase sind, auch vielleicht beruflich oder so, ne, ist das halt super relevant, solche Fragen sich zu stellen, hey, ne, wie gehe ich damit um eigentlich, ne? Oder wie kann ich das vielleicht auch gut für mich einsetzen oder wie kann ich damit glücklich werden? So, ne? Das ist ja im Grunde auch ein bisschen aller unser Ziel, ne? Auf jeden Fall. Ich meine, ich fühle mich ja selber nochmal in diesen Moment rein damals nach dem Abitur oder kurz vom Ende vom Abitur, als ich mich entscheiden muss, oder? Okay, jetzt hast du jetzt irgendwie hast Grundschule gemacht, hast du Gimmi gemacht, jetzt kommt das Abitur, dann musst du dich irgendwie entscheiden, oder? Das war so wie so eine Einengung in irgendwie so eine Karrierefahrt. Und unsere Gesellschaft möchte leider, dass wir uns spezialisieren, ne? Also ist ja auch irgendwo sinnvoll. Also angenommen, früher in der Scheinzeit hat jeder alles gemacht, oder? Und jetzt haben wir natürlich Spezialisierung, wir haben einen Typen, der Bäcker ist, da haben wir einen Metzger, wir haben einen, der whatever AI-Bots baut. Also das heißt, im Endeffekt ist auch irgendwo, gibt's auch einen Sinn drin. Aber ich denke, dass ein Scanner nicht happy wird, wenn er sein Leben lang nur einen Job macht. Weil meine Generation, unsere Eltern, ne, da war es ja echt nach dem Zweiten Weltkrieg so, okay, wir brauchen Sicherheit, wir müssen einen Job machen, bis wir in Rente gehen. Und ich denke, was heutzutage ist einfach so, dass jemand ganz normal eigentlich auch einen ganz normalen Job leben, dass du oftmals die Firma wechselst alle paar Jahre oder auch den Job wechselst, ne? Und, und im Endeffekt, Sachen, die ich jetzt mache, ja, Videoproduktion, whatever, ja, Online-Marketing, hat nichts zu tun mit dem, was ich vorher gemacht habe. Also ich habe im Einkaufskonzern, habe BWL studiert vorher und ist echt mega interessant und ich denke, dass es immer mehr Scanner draußen gibt und ich hoffe, dieser Podcast, ich mache ihn ja mindestens jetzt 52 Wochen bis zur nächsten Vacation. Übrigens, da wir uns kennenlernen, weil wir jetzt zuhören und zuschauen, also Matthias, ich war uns kennenlernen bei der Vacation auf Schloss Blankensee in Potsdam, ne? Ja, genau, in der Nähe von Potsdam. Und ey, dazu muss ich ganz kurz eine kleine Story erzählen. Du bist der erste Mensch, den ich kennengelernt habe, der selbst auch Kefir herstellt. Weil ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit Wasserkefir, ne? Und alle haben mich immer übelst so, was ist das für ein Freak und so, ne? Ja, jawohl, das ist gute Zeug. Ne? Und dann kamst du ja immer an und hast für uns auf der Vacation Kefir gemacht und ich so, hey, krass, ich habe mich sofort mit dir verbunden gefühlt, weil ich wusste, okay, das ist auch ein Freak. Yes. So, sehr gut. Du hast ja schon vorher angekündigt, dass wir ein bisschen Wasserkefir sprechen. Das habe ich kurz mal rausgeholt. Ich bin jetzt gerade in Chiang Mai in Thailand und ich habe jetzt angefangen, Wasserkefir wieder anzusetzen. Schmeckt einfach nur und geil, oder? Alle, die jetzt gerade zuhören, ich halte gerade Wasserkefir in die Luft. Das sind 2 Liter, so ein riesen Gefäß hier, so ein Mason Jar. Und der ist fast fertig, wenn man ein bisschen noch hört. Der bittelt sogar ein bisschen, ne? Also bildet sich Kohlensäure. Und der schmeckt mega lecker. Und ich finde es geil, dass du auch Wasserkefir machst in der Tat. Ja. Was hast du reingemacht eigentlich? Nur mal kurz, das ist jetzt eine freakige Frage. Wir müssen da nicht weiter einsteigen, aber nur mal so kurz aus Interesse. Okay, packen wir mal die harten Geschütze aus. Also erstmal. Okay. Ja, Rohrzucker, ne? So, Wasserkefir, kommt erstmal Rohrzucker rein. Genau. Ganz wichtig. Dann Datteln habe ich reingemacht. Ah, okay. Und Wasser. Soll ich dir mal was sagen, was richtig, richtig geil ist? Das ist mein absoluter Lieblingswasserkefir, ist mit Cranberries. Ja. Cranberries, sag das. Ja, das ist übelst lecker, wirklich. Kann ich nur sehr empfehlen. Kurzer Schwenk. Yes. Ja, man kann ja erst Wasserkefir ansetzen in der Primärfermentation, ne? Und dann so eine Sekundärfermentation. Das heißt, abfüllen in die Flasche, zum Beispiel sowas hier. Ne? Genau. Und dann bildet sich CO2 und ich habe auch was dabei. Eine Sekunde. Alrighty, Achtung, mal zu zuhören. Okay, ganz kurz. Man hat es schon gehört. Ja, hat man gehört. Also, das heißt, der bildet Kohlensäure, ne? Ja, das ist halt also ein perliges Getränk, ne, für alle, die jetzt nur zusehen oder ne, ist, oder das nur hören. Also es ist halt wie ein kohlensäurehaltiger, leckerer Softdrink, sozusagen, in gesund. Echt mega aromatisch, ich fand's geil.
Ich habe da immer Cranberries und einen Schuss Zitrone, Zitronensaft mit reingemacht. Dann wird's richtig geil. Also kann ich dir empfehlen. Ich habe da viele Sachen ausprobiert. Ah, mega cool. Müssen wir nachher mal jetzt noch Rezepte tauschen. Ja, aber vielleicht nochmal ganz kurz, um den Schwenk wieder zum Thema Scanner zu machen, ne? Ja, sehr schön. Scanner. Hier haben wir noch einen normalen Käfir. Ja. Das ist das 5-Liter Gefäß. Ja. Ja. Ne? Willst du noch was nehmen? Ja, okay. Hau raus. Okay, ready? Ja. Das sind 8 Liter Kombucha. Oh, geil. Ja. Kriegst du das alles gut weg eigentlich auch? Ob man den gut wegkriegt? Ja, du. Kriegst du das alles denn selber oder wie machst du das? Nee, nicht alleine. Das wäre für mich viel zu viel. Aber ich bin nicht alleine hier. Ich bin jetzt mit 6 Leuten noch hier am Start in Chiang Mai. Alles cool. Freunde von mir. Ja. Ja. Und die trinken ja natürlich wie die Löcher. Mhm. Okay, ist übertrieben. Aber die Produktion, die geht ja gerade erst los, ne? Denn ja, ich habe ja die ganzen Sachen mitgebracht im Flugzeug in so einem kleinen Ziploc-Beutel. Mhm. Und jetzt geht langsam die Produktion hin los. Also, ja, sehr gut. Sag mal, wie weit es geht. Weil du kannst ja immer wieder mit dem neuen Satz, mit dem alten neuen Satz, neue Batches ansetzen, ne? Mhm. Was ja ganz geil ist. So eine eierlegende Wollmilchsau. Das ist sehr, sehr, sehr befriedigend. Auf jeden Fall. Ja, es ist, die Natur macht es uns eigentlich leicht, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man arbeiten müsste. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Wie kam es gerade drauf, auf die Vocation? Ich wollte irgendwas sagen, ne? Vocation, genau. Ja, pass auf. Und ich wollte nochmal den Schwenk zum Thema Scannertum nochmal wieder machen, weil du ja auch erwähnt hast, Stichwort Abi und so, ne? Nach dem Abi. Also was ich ja besonders krass empfunden habe, als Scanner, denn ist ja, also wir sind ja auch eine Generation, wo uns halt alle Möglichkeiten offenstehen. Ne? Also es ist ja wirklich so, du kannst ja alles machen und diese Vielzahl an Möglichkeiten und auch dieses Multi-Optionale, das macht es ja sogar noch viel schwerer für so eine Persönlichkeit wie unsere, weil unsere Eltern, die hatten halt nicht so die Auswahl. Ne? Da war es halt ja, du wirst halt irgendwie, keine Ahnung, wirst Handwerker, ne? So gehst du halt ins Büro oder so, solche Sachen. Ne? Das war ja sehr, sehr eingeschränkt von der Berufswahl auch. Und bei uns ist es halt eben nicht mehr, ne? Du kannst weltweit arbeiten, du kannst halt alles machen, was du willst, so, und das ist natürlich auch, denn da reicht ein Leben nicht aus, so, ne, muss man ganz klar sagen. Absolut, ey, absolut. Ja. Ne? Ist absolut so. Wir haben alle Möglichkeiten und ich denke gerade jetzt neue Generationen, die jetzt ranwächst, also Gen Z und so weiter, ne? Mhm. Wir haben noch Möglichkeiten. Das sind ja echt Digital Natives, die sind aufgewachsen, gerade schon mit den ganzen Tools, mit dem Smartphone, die kennen gar nichts anderes. Ich kenne schon Babys, nehmen irgendwie das Handy und nehmen irgendein Bild. Und wischen schon mit der Hand irgendwie so drüber, weil sie das Bild nach links und rechts schieben wollen, ne? Also es ist krass, weil die kennen gar nichts anderes mehr. Wahnsinn, unglaublich. Ja, so ist das, ne? Und deswegen, also das sind, finde ich, also für Scanner eben auch relevante Themen, so, ne? Oder wo man so drüber nachdenken muss, hey, wie werde ich eigentlich damit, wie gehe ich damit schlau um und so, ne? Und also für mich war, oder andersrum, ne? Also ich bin ja selber schon Papa auch, ne? Mhm. Mein Sohn wird jetzt erst 3 zwar. Wie viele Kinder hast du? Ein Kind, ne? Ein Sohn. Ist ein Sohn, okay. Und der wird jetzt irgendwie Anfang November 3. Und mal gucken, vielleicht hat er ja auch ein bisschen was von meiner Veranlagung abgekriegt. Aber ich habe mich dann auch immer so gefragt, hey, ne, was würdest du denn jetzt eigentlich jemandem empfehlen, der wie mit 18, 19 Abi gemacht hat, der so tickt wie du, ne? Was würdest du denn machen und so? Und also da habe ich halt viel drüber nachgedacht, weil ich unter anderem eben in der Zeit, wo ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung war, habe ich auch einen Kurs zum Thema Entscheidung geschrieben, einen Online-Kurs. Ah, ne? Cool. Mhm. Wie man schlaue Entscheidungen trifft und so. Und da geht's ja auch, das sind oft auch so, nicht nur so Beziehungsthemen gewesen, sondern halt auch oft eben so Entscheidungen im Sinne von, hey, welchen Karriereweg soll ich einschlagen oder so, ne? Also viele, viele Leute haben das, haben diese Probleme. Und was mir da so klar geworden ist, ne, also ich glaube, man kann keine gute Entscheidung treffen, so orientierungsmäßig jetzt, ohne dass du die Dinge ausprobiert hast. Also ich würde immer Leuten empfehlen, entscheidet nicht am Schreibtisch, ne, überlegt euch das nicht zu lange, sondern macht lieber 10 oder 20 Praktika in irgendwelchen Bereichen und guckt euch das in der Praxis an, damit ihr einen Eindruck bekommt, so was da wirklich abgeht, weil wir haben halt oft nur Bilder im Kopf, wie das sein könnte. Und du musst einen Realitätsabgleich machen. Und dann kann man, glaube ich, als Scanner auch rausfinden, was einem vielleicht wirklich Spaß macht oder noch mehr Spaß macht als vielleicht also weil selbst unter unseren Hobbys oder Interessen gibt's ja auch, sag jetzt mal, Abstufungen so, ne? Also natürlich haben wir halt immer dieses Bedürfnis wieder nach was Neuem und immer diese Neugierde. Neugierde ist ja, glaube ich, eine sehr, sehr große Charaktereigenschaft eines Scanners, ne? Und das wird auch hoffentlich immer so bleiben, ne? Ich glaube, das hält auch jung, so, wenn man neugierig ist, ne?
Ja, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, so ein Ding. Ne? Du musst halt diese Neugierde auch zu einem gewissen Teil befriedigen können und dürfen. Also gerade so, wenn du, sag jetzt mal, im Bereich Anfang 20 bist, wo du sagst, ja, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll, ich habe 3 Millionen Möglichkeiten. Hey, würde ich immer sagen, ist es egal. Es interessiert keinen, ob du 2 Jahre lang irgendwelche Praktika gemacht hast, weil das kommt dir am Ende nur zugute. Also du weißt dann halt, was du gut findest. So, ne? Das ja, würde ich absolut. Allen empfehlen. Absolut, würde ich auch echt jedem empfehlen. Ich hatte echt früher genau das Gegenteil gemacht. Ich habe damals in so einem Studium mich irgendwie auf eine Richtung spezialisiert, nämlich Richtung Supply Chain Management, also Einkauf, Produktion, Logistik. Und bin da immer so reingelaufen, oder? Bachelor Thesis, dann noch Master gemacht in dem Bereich. Und dann dachte ich mir, das ist genau mein Thema. Und dann kam ich im Konzern an und dann so, boah, krass. Diese ganzen Konzepte und Theorien, das ja aus dem Studium, die treffen mir gar nicht zu. Ja, die ganze, die Welt da draußen sieht ganz anders aus. Und dann habe ich erstmal gemerkt, okay, eigentlich das, was du in deinem Leben studiert hast, wo du dachtest, dass du dein Leben lang irgendwie, oder deine Karriere dann siehst, das war es dann im Endeffekt gar nicht. Ja, aber das ist eine krasse Realisierung, ja. Ja, ja, aber ich meine, das Ding ist halt, also was natürlich bei dir in dem Fall auch so gut sein kann, ist, dass es thematisch halt gepasst hat, ne? Aber dass das die Rahmenbedingungen einfach nicht die richtigen sind, ne, in einem Konzern. Richtig, genau. Weil das ist, glaube ich, muss man auch ganz klar sagen, also für Scanner in einem Konzern, das ist, glaube ich, ein Umfeld, wo du nicht gut gedeihen kannst. Also ich habe da auch so meine Erfahrungen während des Studiums so gemacht und das war für mich ganz klar, das werde ich halt niemals, das kann ich nicht. Also da bin ich nicht der Richtige für, so, ne? Ganz genau. Und das Ding ist auch so, wenn du dann dich mal auf andere Jobs bewirbst oder so, ne? Sagen die immer, ja, sie wollen jetzt vom Einkauf in Sales wechseln, sie haben gar keine Erfahrung und sie müssen erstmal hier 1000 Diplome vorweisen können, Zertifikate, bevor sie irgendwie hier mal in Sales wechseln können oder Scrum oder was auch immer. Also ich denke als Scanner, du kannst alles lernen. Ich habe gerade gestern Dokumentation geschaut von so einem Graffiti-Sprayer in Berlin. Mr. Paradox Paradise kann ich jedem empfehlen. Krasse Doku, werde ich hier unten verlinken auch. Egal, jedenfalls der Typ, der hat sich alles selbst beigebracht. Also der ist Autodidakt, unglaublich. Ja, aber das ist auch Wahnsinn, das ist auch so ein klassisches Ding, finde ich, für Scanner, ne? Also man bringt sich einfach Sachen selber bei, weil sie einen interessieren. Richtig. Also aus reinem, purem Interesse, so, ne? Und wenn man jetzt so überlegt, vielleicht jetzt auch mal ein kleiner Schwenk zum Thema AI und so, ne? Yes, please. Du hast ja diese Möglichkeiten, die sich heute ergeben, ne? Also alle stellen sich ja hin, also gerade jetzt in unseren Bereichen als Unternehmer und so, dann stellen sich ja alle hin und sagen, hey, mach doch einfach deine Leidenschaft zum Beruf und dann musst du nie wieder arbeiten. So dieser klassischer Spruch so. Heutzutage ist das tatsächlich, muss man sagen, für Scanner eine sehr, sehr geile Umgebung. Du könntest theoretisch einfach sagen, hey, ich interessiere mich gerade für das Thema Käfir als Beispiel und ich habe jetzt keine Ahnung, wie man irgendwie einen Online-Kurs macht oder so oder wie man Marketing macht. Dafür gibt's aber inzwischen halt richtig gute AI-Tools, die dir diesen Teil quasi sozusagen bei diesem Teil helfen können. Und sagen wir mal, wenn du für 1-2 Jährchen Kohle auf der hohen Kante hättest, könntest du deine gesamten Hobbys ausleben und einfach sagen, hey, mach da einen Kurs, ich mach da dies, ich mach da das. Also es ist schon eine ganz geile Wildwest-Stimmung gerade, so sag ich jetzt mal. Ne, weil du halt einfach viele, viele Sachen theoretisch jetzt auch anhand dieser coolen AI-Tools, die es so gibt, ne, kann man da einfach echt viel, viel leichter umsetzen. Ne? Früher also, war es halt echt schwieriger, so, ne? Ja, echt krass. Alles selber machen. Auf jeden Fall. Das ist unglaublich. Ich habe mir gerade jetzt vor ein paar Tagen überlegt, wie war das eigentlich damals, als es noch kein ChatGPT gab? Ja. Weil selbst schreiben. Ja. Ja, das ist schon krass, ne? Also, wie schnell sich das auch in deinen Alltag so jetzt rein integriert hat und du sagst, ja, okay, alles klar. Das ist so wie mit einem Smartphone oder wie mit einem Handy oder so. Das kann man sich ja auch nicht mehr vorstellen. Also, ich bin Jahrgang 83, muss ich dazu mal sagen. Ja. Also, als ich geboren wurde, gab es noch einen Kalten Krieg und Wählscheibentelefone und so was, ne? Also es ist schon Steinzeit quasi. Und also man kann sich das nicht mehr vorstellen, wie das halt vorher war. Also ohne Handy draußen rumzulaufen und nicht erreichbar zu sein, so. Das ist ein Gefühl, das kennen halt viele Leute einfach gar nicht, ne? Dieses nicht erreichbar zu sein und irgendwo draußen rumzulaufen. Ja, das ist echt unglaublich. Ich habe damals überlegt, meine Eltern und so, wir haben nicht damals das gemacht, als sich verabredet haben, dass sich irgendwo in einer Bar treffen und einer hat verspätete Zugriffsverspätung. Du kannst dir gar nicht Bescheid sagen. Du musst irgendwie die Bar anrufen oder so und sagen, hey, kannst du mal dem Typen da mit dem komischen Hemd und der Krawatte irgendwie sagen, dass ich zu spät bin? Ja, so, ne? Ja. Also schon krass, ne? Also, ja, und so ist das so ähnlich mit ChatGPT jetzt auch, ne? Da denkst du auch so, ja, krass, okay, das gab eine Zeit davor und eine Zeit danach. So ist das. Man kann es eigentlich raus, letztes Jahr im November, glaube ich, ne? November. So. November, ja. Ja, Wahnsinn. Ich hab's da vom Kumpel, der hat mir gesagt, hier, das ist das Tool, was irgendwie die höchste Adaptionsrate hatte, innerhalb von ein paar Wochen schon mehrere Millionen Leute, die irgendwie drauf zugegriffen haben, ne? Ja, definitiv, genau. Also hat alle Rekorde gebrochen. Ich glaube, innerhalb einen Monat mehr als 1 Million Nutzer oder so. Und inzwischen wurde das, glaube ich, gibt es irgendwie ein
oh, da bin ich jetzt leider gerade raus, aber es gibt irgendwie noch ein anderes Tool, was ChatGPT tatsächlich da überholt hat, aber das ist irgendwie jetzt, das war auch scheinbar nur so ein kleiner Hype, also ja, weiß ich noch nicht, aber ne, habe ich mal von gelesen, dass es jetzt irgendein anderes Tool gibt, was jetzt diesen Rekord gerade auch wieder frisch geknackt hat, so. Echt, echt krass, ja, wir leben in krassen Zeiten. Aber sag mal kurz noch, für alle, die jetzt zuhören, und sag mal, angenommen, die wissen nicht, was ChatGPT ist. Was ist, ach so, was ist ChatGPT? Ja, was, okay, da? Also ChatGPT ist quasi ein Roboter, möchte ich jetzt mal so sagen. Also es ist eigentlich ein Algorithmus, der dahinter steht, ne? Ein Large Language Model, was trainiert wurde. Die haben quasi dafür, ich glaube, ein Zehntel des Internets quasi gescannt und in so eine Datenbank gepackt und dann quasi gelernt. Ja, und dann gelernt, wie sozusagen Menschen schreiben, ne, und was für Fragen die stellen, was da die richtigen Antworten sind. Und jetzt kannst du, wenn du eben zu ChatGPT reingehst, ne, und dich da anmeldest quasi, dann kannst du in ein Fragefeld irgendwas schreiben, was du möchtest. Als Beispiel, du stellst einfach eine Frage und ChatGPT gibt dir sehr, sehr gute, korrekte Antworten. Manchmal auch ein bisschen, wird da ein bisschen was dazu geflunkert, das muss man ganz klar sagen, ne, muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber, also Double-Check ist immer wichtig bei ChatGPT. Aber ne, es ist halt inzwischen ein super, super cooles Tool geworden, was du halt eben zur Textgenerierung, also hauptsächlich wird es ja zur Textgenerierung so benutzt, aber man kann auch sehr, sehr viele andere Sachen damit machen. Ne? Also du kannst, was das eben ganz schön, was schön ist, oder wo es dann anfängt, Spaß zu machen, ist, wenn du ChatGPT eine bestimmte Rolle gibst, ne? Dann sagst du ihm, hey, du bist jetzt, du bist Elon Musk, ne? Und handelst und denkst wie Elon Musk und so, und ich bin jetzt hier, ich möchte ein neues Unternehmen gründen, gib mir mal ein paar Tipps, bla bla bla, so, solche Sachen kannst du halt machen, ne? Und das ist halt das, super, ja, super spannend, ne? Also, dass du da wirklich ganz viele echt coole Sachen mitmachen kannst, so. Das ist einfach ein Schweizer Taschenmesser im Grunde. Ah, ja? Ja, richtig, genau, ja. Ich hatte gerade, wo du sagst Elon Musk, ich habe auch mal so Spaß gesagt, zu ChatGPT, stell dir vor, du bist Agent Smith in der Matrix und du bist mit Neo in einem Raum und dann stellt man so eine Konversation nach und so. Ja, ey, also für Scanner, das ist halt, da muss man aufpassen, dass man sich darin nicht verliert, ne, ganz klar. Also du kannst da wirklich coole Geschichten schreiben. Also was ich zum Beispiel gemacht habe, ich habe irgendwann mal gedacht, hey, weißt du, ich finde das halt mega cool, ich bin ja zur Hälfte Brasilianer, ne? Ach, wusste ich gar nicht. Krass. Ja, meine Mama ist Brasilianerin, so, ne? Ja. Und was ja, ich finde halt diese ganze Zeit der Kolonisierung der lateinamerikanischen Staaten, so, das interessiert mich halt mega, so, ne? Also habe ich halt so gedacht, hey, ich weiß da viel zu wenig drüber. Und dann habe ich halt so gedacht, ey, stell dir mal vor, ich bin halt übelst der krasse Game of Thrones-Fan, ne? Stell dir mal vor, ich würde ein Game of Thrones geben, was halt in der Zeit spielt, als irgendwie Amerika kolonisiert wurde. Dann hast du da die unterschiedlichen Familien aus Spanien und Portugal und die Indianer und die Engländer und Holländer kommen auch noch dazu und so und die bekriegen sich alle und so, oh, das wäre so eine krasse Storyline. Habe ich halt angefangen zu schreiben. Ich habe gesagt, okay, ich muss damit aufhören, weil sonst mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Das ist so geil, was rauskommt, ne? Und liest sich halt wirklich geil und so als Beispiel mal, ne? Solche Sachen kannst du damit machen. Oder, was auch super interessant ist, ich finde irgendwie, ja, Philosophie grundsätzlich interessant, also ethische Fragen und so auch, ne? Und du kannst auch sagen, hey, pack mal hier Aristoteles und wen auch alles in einen Raum, ne? Irgendwelche Stoiker so. Und diskutiert mal bitte die Frage, bla bla bla. So, ne? Also als Beispiel jetzt, wie ging es da ums Thema Tierleid und Veganismus und so, solche, da habe ich mir so ein paar Fragen zugestellt, ne? Ja. Und ja, sowas, ne, kannst du natürlich auch machen. Also es ist sehr interessant, denn zu hören, was würde Aristoteles denn zum Thema Veganismus sagen oder so, ne? Also das ist halt, also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, würde ich damit nur sagen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, gerade zu dem Thema, wir haben ja noch einen anderen Kumpel, den Florian Kempkes, den würde ich auch mal eigentlich interviewen im Podcast. Florian Kempkes, anderes Mitglied vom Vocation Club, ist ein Glückscoach und der hat AI-basiert ein Tool gebaut, mit dem er seinen Klienten quasi sich selbst an die Hand geben kann. Ne? Das heißt, die Klienten können das AI-Tool fragen, hey, wie würde Florian das beantworten jetzt zum Beispiel? Ich habe das Problem. Und dann wird quasi das AI-Tool dann so antworten, als wäre Florian gerade da. Echt krass. Also, und das haben wir ja sogar auf der Vocation mal angetestet. Das war, glaube ich, auch die Beta-Version. Ah, okay. Ne? Ja, ja, da hatten wir, gehalten, wir einen Workshop, genau, und da hatten wir das ja auch nochmal getestet und das war halt auch, da merkst du halt, das ist wirklich, also wir stehen ja jetzt gerade erst am Anfang dieser ganzen Entwicklung, ne? Also so wo es jetzt für Endnutzer so benutzt wird. Und ja, erfahrungsgemäß wird das in den nächsten Jahren super, super, super schnell sich weiterentwickeln. Und diese Tools können halt dann wirklich antworten wie Menschen. Ne? Also ich erinnere das, bei Florian's Tool war das halt so, du stellst ihm irgendeine Frage
Und was zurückkommt, ist erstmal mega krass viel Empathie vom Computer, von der AI. So im Sinne von, hey, oh, ich kann voll verstehen. Beruhig dich. So, ja. Weißt du? Und ich denke so, oh, krass, genauso würde ein wirklich einfühlsamer Mensch dir halt auch antworten. So, ne? Dann denkst du so, jetzt fühle ich mich schon gleich viel besser und verstanden. So, ne? Dieses klassische Prinzip von Homöopathie ja auch, ne? Zum Beispiel, dass du halt da, du gehst zum Arzt und so, und der hört dir erstmal zu und sagt erstmal, hey, so, ne, was, wofür die Schulmedizin heute nicht mehr so viel Zeit hat. Ne? Das ist halt geil, ne? Wenn du dann überlegst, dass der Computer oder die AI eines Tages vielleicht oder sehr wahrscheinlich besser wird als der Mensch in klassischen menschlichen Stärken eigentlich, so, ne? Ja. Also, da können wir uns noch auf einiges gefasst machen, sagen wir mal so. Unglaublich, unglaublich. Sag mal, meinst du eigentlich, dass der Turing-Test irgendwann mal geknackt wird von der AI? Also erstmal, was ist der Turing-Test? Ja, erzähl. Das ist eine geiles, du bist ja der Experte. Ah, ja, ja. Nee, also, also ein Turing-Test, ja, das ist eine gute Frage. Wie, in einfachen Worten erklären. Ja, klar, hau raus. Also kannst du sagen, wie ich's sagen würde. Ja, sag du mal. Also, ich bin jetzt ja keine AI-Experte, aber ja. Turing-Test ist ein Test von Alan Turing, hat er entwickelt. Mhm. Ich glaube schon wahrscheinlich 50 Jahren ungefähr. Ja, so genau so ungefähr. Ich glaube, ja. es geht ungefähr darum, wann ist der Moment erreicht, dass ein Mensch die Antworten, die in einem Chat gegeben werden, nicht unterscheiden kann von dem menschlichen Generator. Also quasi im Endeffekt Computer antwortet. Krass. Ja, sehr gut. Aber sehr der gut, Mensch, Idee. Der Mensch denkt, das ist ein Mensch, mit dem er schreibt. Aber es ist eigentlich ein Computer. Ja. Und der Turing-Test, da gibt's auch ziemlich geile Filme darüber in der Tat, ne? Ja, genau. Ex Machina und so Geschichten. Echt Wahnsinn. Und Her, ne? Her ist doch auch so einer. Her, yes. Ja, Her ist richtig yes. krass. Ja. Auf jeden Fall. Schau dir den Film an. Her, sagen, krasser Film. Hast du sehr geil definiert. Ich hätte das jetzt aus dem Stegreif nicht so gut hinbekommen. Also ich glaube, der Moment ist nicht mehr sehr weit weg. Also, aber also, das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ne? Weil als Beispiel, es gibt ja jetzt bei den AI-Tools, es gibt ja diese ganzen Deepfake-Geschichten auch, ne? Wo du das Gesicht von einer Person in ein Video reinschneidest. Und da kannst du auch Online-Tests machen, weil sie suchen inzwischen schon auch viele Leute, die das sozusagen, die dann diese Dinge unterscheiden können. Also da irgendeine Uni macht da gerade, aus den USA auch, macht da gerade so einen Test für, um rauszufinden, ob du jemand bist, der das gut unterscheiden kann oder nicht. Und ich hatte halt irgendwie, ich glaube, 9 von 10 Treffern oder so. Und das Ding ist halt, aktuell ist das von der Technologie halt noch so, dass du ganz klar sagen musst, wenn du weißt, worauf du achten musst, dann kannst du es voll krass durchschauen. Bei den Texten ist es tatsächlich auch so, würde ich sagen, dass du, wenn du also ChatGPT ist ein Werkzeug, da gilt auch das klassische Prinzip Shit in, Shit out, ne? Also sozusagen, wenn du schlechte Inhalte reingibst oder einen schlechten Prompt, wie sich das nennt, schreibt, dann kriegst du halt auch sehr oberflächliche und nicht so wirklich gute Antworten. Aber wenn du halt sagst, hey, ich gebe da richtig viel sozusagen Aufwand rein, ne? Und werde halt immer spezifischer, und das ist ja eigentlich auch die Magie dieses Tools, dass du halt, du kriegst eine Antwort, du findest sie noch nicht geil, dann sagst du ChatGPT, hey, die Antwort gefällt mir nicht, und zwar deswegen, 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 und ich möchte gerne, dass du mehr so und so und so antwortest oder das und das und das noch beleuchtest, und dann wird das halt immer, immer besser, ne? Also man kann da halt wirklich immer noch nachschleifen, so. Und gegen sowas ist es, glaube ich, am Ende des Tages wird es dann irgendwann echt schwer, weil ich zum Beispiel, ne, ich bin ja SEO-Experte, ne, was ich halt, also das ist mein Hauptberuf, so. Ja. Und wie ich das zum Beispiel häufig nutze, ist, wenn ich einen neuen Kunden habe, was ich früher gemacht habe, was sozusagen mich irgendwie oft auch von anderen SEOs dann unterschieden hat, ist, dass ich halt geguckt habe, wie schreibt eigentlich diese Person oder dieses Unternehmen oder so, ne? Also was ist der Stil von denen, ne? Also weil was nicht, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du sagst jetzt, hey, ich bin der Chris hier, ich habe meine Macadamia Productions und so, und ich bin halt ein super sympathischer Typ, ich lache viel, ich weiß so, ne? Ich duze zum Beispiel so, ne? Das ist der Style. Und dann kommt da irgend so, und du sagst halt, hey, ich brauche einen SEO. Ich möchte halt jemanden haben, der irgendwie für meine Website hier geile Texte macht, so, damit ich halt irgendwie gut gefunden werde, bla bla. Und dann kommen da irgendwelche Texte raus, die so wirklich, wo du das Gefühl hast, das passt halt überhaupt null zu meiner Persönlichkeit und zu dem, was ich gerne ausstrahlen möchte. So, ne? Das ist halt leider oft bei SEO-Sachen so früher zumindest der Fall gewesen, weil die Texte wurden dann nur daraufhin optimiert, dass da bestimmte Suchbegriffe vorkommen, bla bla bla. Was dann irgendwie einen guten SEO ausmacht, ist natürlich so, hey, ich guck mir erstmal an, wer bist du, was machst du, was für einen Stil hast du, damit ich das möglichst gut nachmachen kann einfach, ne? Wenn ich jetzt dann Ghostwriter sozusagen bin, dass das, du liest das und denkst so, ja, krass,
klingt mega gut, finde ich cool, kann gerne auf meine Seite kommen. So, das ist ja das Ziel. So, ne? Und das habe ich halt früher alles händisch gemacht. Ne? Heutzutage ist es so, du kannst, ich nehme einfach, wenn ich sage halt, ey Chris, gib mir mal irgendwie ein paar, hast einen E-Mail-Funnel, gib mir mal alle E-Mails, die du jemals geschrieben hast oder die du besonders gut fandest oder irgendwelche Artikel, die du schon geschrieben hast oder so. Ich packe das alles in ChatGPT rein und sag ihm, analysiere mir bitte mal, wie Chris schreibt, was sein Stil ist, so und so weiter. Ne? Und dann kannst du das, sag dir ChatGPT, hey, so und so ist der. Und dann kann ich halt quasi das sozusagen viel, viel besser kopieren, ne? Oder sagen, oder ghostwriten in dem Sinne dann, ne? Unglaublich, ja. Also, und das ist halt für mich zum Beispiel an der Stelle ein super, super cooles Tool, dass ich halt wirklich dass sehr viel Arbeit dann sparen kann, ne? Weil du hast immer für Texte, wenn du viel mit Texten zu tun hast, hast du ein bestimmtes Gefühl dafür. Aber wenn das so richtig krass durchanalysiert wird nochmal, dann fallen dir auch nochmal andere Sachen ein oder auf, ne? Die ChatGPT dann sagt halt, so wie der Schreibstil und so ist. Das ist sehr, sehr geil. Unglaublich, unglaublich. No? Ja, ich habe gerade noch was Lustiges gehört. Es gibt von Adobe jetzt ein neues Tool, das heißt Adobe Podcaster. Mhm. Und angeblich kannst du dort einfach dein Audioqualität ist irgendwie kacke oder so, kannst es hochladen und Chat und das Tool, Adobe Podcaster, wird quasi einfach deine Stimme rekonstruieren und sie quasi nochmal ausgeben. Also angenommen, du bist irgendwo, nimmst irgendwo auf, gerade für Windows oder was oder Straßenlärm oder whatever, dann nimmt er quasi deine Stimme und gibt es nochmal so aus, als wäre kein Geräusche da, also keine Autos und kein Wind. Ja, echt krass. Also da, zu diesem Thema, ne, kann ich auch nur noch mal empfehlen. Also das ist ja für mich schon fast Blasphemie, möchte ich mir jetzt sagen. Aber es gibt ja für Leute, die das auch noch mal interessiert, was die AI heute schon so kann. Guckt euch mal an, ein YouTube-Video von Johnny Cash, wie er einmal Barbie Girl singt. Oder halt, was gab's noch? Also es gibt jetzt ganz, ganz viele AI-Tools, wo halt Stimmen von Künstlern halt ja eben, ich glaube, man sagt emuliert werden oder so. Und dann halt eben auf andere Songs fabriziert werden. So, es gibt ja auch irgendwie so 1-2 Leute, Wahnsinn, ja, die bei Twitter oder jetzt inzwischen X, wie es heißt, ne, da auch so ein paar Songs von The Weeknd und so mit der Stimme von The Weeknd veröffentlicht haben, die natürlich nicht von ihm selber waren und die halt super, super erfolgreich geworden sind. Also ich glaube, oder ne, also wo die Leute das mega abgefeiert haben. Ich behaupte, die Musikindustrie wird den nächsten Napster-Moment sozusagen erleben durch diese AI-Tools, weil jetzt quasi Musik machen auch sehr krass demokratisiert wird. Also das Machen, das Kreieren. Ne? Ich kann jetzt irgendwie eine Stimme, Paul McCartney macht zum Beispiel den letzten Beatles-Song nochmal jetzt mit AI, ne? No way, ja. Ja, im nächsten Jahr spätestens, wo halt sie irgendwelche Songschnipsel wahrscheinlich nehmen, wo John Lennons Stimme noch drauf ist und so, und dann quasi nochmal einen neuen Song produzieren und so, ne? Also das wird auch die Musikindustrie mega krass revolutionieren nochmal, weil jetzt jeder sagen kann, hey, das ist mein Lieblingskünstler, ich würde gerne ein bisschen mehr, dass der mal das und das singt oder so, und dann kannst du das selber machen. Ja. So, also und angenommen, es gibt Eminem und es gibt irgendeinen Typen, der macht mit AI nochmal 3 neue Alben von Eminem, Lose Yourself, 3x, 4x, 5x. Ja. Und was wäre denn eigentlich copyright-technisch? Könnte einer dann sagen, hey, das ist mein Song, weil das ist meine Stimme, genau, dass du genutzt in genau iTool, oder das ist okay. Das ist genau das Problem, weil du musst natürlich, das ist halt alles, dadurch, dass es ist ja dann im Netz, verstehst du? Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, du kannst irgendjemanden verklagen mit irgendeiner Adresse auf den Bahamas, so sag ich jetzt mal, ne? Und hoffen, dass da irgendwas bei rumkommt. Aber schlussendlich ist es genau wie bei Napster. Irgendwann stimmen die Leute halt mit den Füßen ab. Und es muss ja nur einer kommen, der irgendwie ein krasses musikalisches Talent hat und sagt halt, hey, ich hätte mir von Eminem immer so und so und so einen Song gewünscht, und dann macht er den, und dann wird er womöglich, irgendwann wird das passieren, das ist der nächste Touring-Moment quasi, dass ein Song von einem Künstler, der mit AI kreiert wurde, erfolgreicher wird als irgendein anderer Song, den dieser Künstler jemals veröffentlicht hat, weißt du? Also so. Unglaublich, ja. Das wird bestimmt passieren, so, ne? Und dann musst du dich natürlich fragen, ja, wer kriegt denn jetzt die Einnahmen? So, ne? Also, das ist ein großes Problem, ne? Also. Weil ich sehe ein Use Case, der eigentlich ganz geil wäre. Stell dir vor, dass irgendwelche Leute, die schon tot sind oder vielleicht erschossen worden sind, zum Beispiel irgendwie ein Rapper wie Tupac zum Beispiel. Ja, genau. Und du sagst, der hat eigentlich viel zu kurz gelebt. Eigentlich wäre es cool, wenn es nochmal 3-4 Alben gäbe von dem. Ja. Du sowas auch wieder herstellen, ne? Und dann, ganz genau. Also, das ist zum Beispiel auch so eine interessante ethische Diskussion an der Stelle, ne? Weil da spielen ja mehrere Dinge eine Rolle. Also, ich sag jetzt mal Beispiel, ne? Dadurch, dass John Lennon tot ist und dadurch, dass Tupac tot ist, sage ich jetzt mal so, hat die Musik, die sie gemacht haben, natürlich einen sehr, sehr viel höheren Stellenwert bekommen, weil sie halt, sie ist endlich, ne? Also, es gibt nicht mehr als das, was jetzt produziert wurde. Dadurch, dass du jetzt natürlich sagen kannst, hey, ich kann das alles irgendwie mit der Stimme nachmachen, mit dem Style nachmachen,
ist das jetzt eine Form von, es ist für alle immer verfügbar und dadurch ist es vielleicht dann nicht mehr so wertvoll? Ne? Muss man sich halt fragen, so, ne? Also für unsere Generation, ne, wo wir jetzt sagen, hey, wir sind mit diesen Künstlern groß geworden und wir wissen, dass sie tot sind und es ist, wird immer was Besonderes bleiben. Aber ja, für unsere Kinder, ne, vielleicht ist es denen dann egal, so, ne, dass die halt sagen, ja, die Stimme finde ich ganz cool, so, aber ich kenne den Typen gar nicht, aber so. Ne, also insofern, da gibt es halt viele, viele Ebenen in diesen Dingen. Und natürlich auch die Frage zum Thema Kreativität, ne, das ist ja auch eine der, der wesentlichen Fragen, die sich da zum, zu dieser ganzen AI-Diskussion stellen, ob der Mensch, wenn er alles irgendwie mit solchen Tools jetzt machen kann, ob er dann überhaupt noch selber Kreativität hat. Ne? Also ich meine, du musst natürlich erstmal auf die Idee kommen zu sagen, hey, ich nehme, also ich habe jetzt, letzte Woche habe ich ein Video gesehen, da habe ich halt wirklich Tränen gelacht. Also es ist wirklich, das können wir vielleicht auch mal hier verlinken. Ja, machen wir gerne. In den Shownotes. Arnold ja. Schwarzenegger, wie er halt I Wanna Dance With Somebody von Whitney Houston singt. Und ich ja. weiß nicht, ob ihr das Musikvideo kennt. Also das ist ja so übelst krass 80er mit Dauerwelle und neonfarbenen Klamotten und so. Und dann Arnold Schwarzeneggers Gesicht und mit seinem österreichischen Dialekt, wie er das singt. Also es ist wirklich oberste, also wirklich I am the Terminator. Sahne. Ja, so, ne? Und also es ist wirklich super, super lustig. Ja, aber ne, also das ist kreativ natürlich, ne, muss man schon sagen. Auf so eine Idee zu kommen, ist kreativ. Aber in der Ausführung, sage ich jetzt mal, dass du sagst, hey, ich muss irgendwie ein Musikinstrument spielen können, ich muss vielleicht selber singen können, ich muss irgendwelche musikalischen Grundkenntnisse haben, bla bla bla, was früher so nötig war, das ist jetzt durch die ganzen Werkzeuge, die wir haben, wahrscheinlich alles nicht mehr nötig. So. Wahnsinn, Wahnsinn. Wenn man das noch weiterspinnt, ich denke mal, du kennst auch den Film, kennst du den Film Wall-E? Ja, ja, klar, oh, der hat sogar viel gehabt. Mhm. Der Cartoon, da geht es darum, dass die Menschen im Weltall leben und in der AI oder die Maschinen quasi alles, was sie machen und sie quasi noch fettleibig werden und noch genau. chillen. Ja, genau. Stimmt. Meinst du, es gibt irgendwann so einen Moment, dass die AI alles macht, alle Maschinen das machen und alle Leute quasi arbeitslos werden? Ja, jetzt zum Beispiel so Copywriter, die jetzt mit ChatGPT Probleme kriegen. Also man muss natürlich eigentlich sagen, das ist ja eine Utopie. Ne? Also es ist vielleicht, also wäre ja ganz cool, wenn es tatsächlich so wäre, dass der Mensch nicht mehr arbeiten muss und trotzdem versorgt ist. So, jetzt mal ganz gut gesagt, ne? Also, es wäre, das ist Utopia im Grunde, ne? Also, du hängst halt rum und kannst halt irgendwie dein Leben genießen, so. Ist irgendwie, glaube ich, nicht unrealistisch, aber muss, da muss man sich fragen, wie viele 100 Jahre und in welchem Umfeld, ne? Also, weil, sag ich jetzt mal hier Deutschland, ne, es ist ja so dieses klassische, da gibt's ja auch so Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen und so, ne, wo du ja auch schon merkst halt, ey, okay, da gibt es auch eine ganz starke Meinung oder Lobby oder wie man auch immer das nennen will, die dann sagt, hey, also, ne, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, so, ne, so klassisches Bibelding, so Arbeitsethik, so, und ich frag mich, ich weiß es nicht, ob sich das jemals in der Menschheit durchsetzen wird, dass wir sagen, hey, es wäre doch cool, wenn keiner mehr arbeiten muss und alle trotzdem, Geld und was zu essen haben. Oder ob wir sagen, nee, also das wird was für die Reichen sein, ne, die dann halt irgendwie sagen, hey, ich muss keinen Finger mehr krumm machen und alle anderen, keine Ahnung, was aus denen wird. Aber so, ne? Also das, da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich denke grundsätzlich, wenn man so, wenn man es wirklich sehr, sehr stark durchdenkt, gibt es sehr, sehr viele Bereiche heutzutage schon, wo du sagen würdest, hey, eigentlich braucht man da keinen Menschen für. So, ne? Das ist alles eine Frage, es ist alles eine Frage von Geld, muss man ganz klar sagen. Ne? Also von Invest, was du bereit bist reinzustecken und was der Endkonsument am Ende des Tages vielleicht auch bereit ist, denn zu bezahlen. Aber grundsätzlich von den Prozessen her gibt es, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge, wo man sagen kann, da kann man einen Menschen fast zu 100% überflüssig machen. Das ist jetzt schon so. Ja, ja, Wahnsinn. Echt krass, ist ja auch immer die Frage, oder? Wenn du dir anschaust, die industrielle Revolution hat ja schon quasi technisch mega, mega Fortschritte gebracht. Mhm. Und heutzutage haben wir ganzen IT-Kram, jetzt haben wir noch AI. Mhm. Ja, ich die Frage, warum muss der Mensch immer noch pro Woche 40 Stunden arbeiten, ne? Ja, also ich kann es keinem empfehlen. Ich kann es keinem empfehlen. Also ich würde nur sagen, also wenn du viel arbeitest, dann gerne für irgendwas, was dich wirklich, wo du erfüllt hast. So, ja, wo du, was dich erfüllt oder was dich glücklich macht, so, ne, weil schlussendlich ist so dieses Lebensmodell, wo man jetzt sagt, ich gehe halt arbeiten, um Geld zu verdienen, das ist schon irgendwie, glaube ich, das ist nicht etwas, was einen langfristig glücklich macht, glaube ich. So, ne? Das kannst du vielleicht auch manchmal machen, alles kein Thema so, ne? Aber ich persönlich bin der starken Überzeugung, dass man eben schon schauen sollte, dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, man muss 45 Jahre oder mehr arbeiten, ne? Dass man dann schon Dinge machen sollte, die einem auch zumindest ein bisschen Spaß machen. So. Hey, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe gerade dieses Buch gelesen vor ein paar Monaten von wie ist denn noch gleich?
Ronnie Ware, die Australierin, The Top Five Regrets of the Dying. Ne? Also ich dachte, fünf großen Sachen, die man bereut. Und ja, das ist auch einer der Punkte, auch das mit dem Thema Arbeiten, dass sie quasi zu viel gearbeitet haben. Denn am Ende des Lebens wird sich keiner beschweren, ich habe zu viel gearbeitet, sondern wird eher sagen, okay, ich habe zu wenig Zeit meinen Freunden verbracht, ich habe irgendwie nicht die Sachen gemacht, die mich glücklich machen, die mich erfüllen, ne? Keine Zeit für mich gehabt und so weiter. Und das ist das Geile, dass eigentlich heutzutage haben wir eigentlich, wir haben natürlich einerseits natürlich die Wahl, ja, aber auch ganz Optionen. Also wir müssen uns irgendwie auch schauen, was uns eigentlich zusagt. Mhm. Und da gibt es dieses geile Ding aus Japan, das Ikigai. Kennst du das? Ja. Oh, also ich habe da auch mal das Buch zugelesen tatsächlich. Okay. Das ist mit diesen Kreisen, ne? Wie war das nochmal? Genau. Was du liebst, was du liebst, was du kannst, wofür du bezahlt wirst und was irgendwie einen Sinn ergibt oder sowas, ne? Genau. Ja, also vier Kreise, muss man jetzt so kurz, ne, vielleicht für die auch nur zuhören, das sind irgendwie so vier Kreise und eben diese Punkte, was Chris, du gerade sagtest, ne? Was liebst du, was kannst du, wofür wirst du bezahlt und was stiftet auch irgendwie einen Sinn für die Gesellschaft oder so. Der Sweet Spot aus all diesen Kreisen, wo die sich überschneiden, dass das sozusagen das ist, wo du dich drin absolut, ja. Richtig, genau. Und das ist eigentlich, wäre mega geil, wenn jeder Mensch dieses Ikigai leben könnte, oder? Wenn jeder seinen Purpose im Life leben kann. Und ich würde euch jetzt sagen, seitdem ich aus der Hausmittel raus bin, aus dem Konzern und jetzt quasi Sachen mache, die ich Bock habe und für die ich sogar noch bezahlt werde, dann stehe ich morgens ganz anders auf, oder? Dann habe ich quasi echt definitiv Erfüllung und denke, boah, geil, ich darf aufstehen, ich darf arbeiten, ich bin gesund und ich gehe jetzt leckes los mit meinen To-Dos, die ich jetzt abarbeite und da habe ich echt Bock drauf. Und das ist ein ganz anderes Ding als damals im Konzern, wo ich aufgewacht bin, ich war fast mal in einem Burnout von 2017 im Konzern und wo ich dachte, war alter Schwede, der Tag wäre richtig scheiße und du hast gar keinen Bock, an irgendwelchen fucking Meetings teilzunehmen, sorry für mein Language. aber ja, es ist so und dieses Ikigai ist unglaublich, unglaublich mächtig, also Wahnsinn. Ich kann das nur unterstützen. Also ich würde halt immer sagen, wenn du in einer Lebensphase oder in einer Lebenssituation bist, wo du dich nur noch aufs Wochenende und auf deine Urlaube freust, dann ist auf jeden Fall irgendwas falsch. Alkohol, Drogen, Partys, ne? Genau. Ja. So, naja, weißt du, so, dass du halt wirklich sagst, hey, ich diese fünf Tage die Woche, das ist so, ich muss das machen so, aber zwei Tage, da kann ich leben. So, ne? Und dann freust dich immer, hangelst du dich von Urlaub zu Urlaub so. Ich glaube, das machen nicht wenige Leute leider. Und das Arbeitsumfeld ist definitiv auch so, dass die Bedingungen eben wirklich oft nicht so optimal sind, ne? Und ich finde auch oft, dass man, ich habe ja beides erlebt, ich war angestellt, ich bin jetzt selbstständig so, ne? Ich finde, das kommt oft auch manchmal so vielleicht für Angestellte, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, ja, ich bin genau in dieser Situation, dann kommt das manchmal so ein bisschen arrogant rüber, wenn man dann sagt halt so von wegen, ja, hey, so ändere doch einfach was dran so, ne? Oder so. Also die Frage ist ja immer so, hey, was willst du von deinem Leben, ne? Und das ist genau das, was du sagtest, was die Bronnie Ware ja mit diesen, das ist irgendwie so eine Palliativkrankenschwester, glaube ich, ja gewesen. Also, richtig, genau, ja. Man muss, ich glaube, es ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, dass du dein Leben vom Ende her versuchst zu denken. Ne? Also, dass du immer dich dran erinnerst, carpe diem, ne? Du wirst eines Tages sterben. Das kann auch manchmal früher sein, als du denkst. Das muss man sich immer bewusst machen, weil wenn du das verlierst, diesen Gedanken, dann bist du halt bereit zu sagen, halt, hey, ich mache jetzt einfach mal zwei Jahre, ey, ich ziehe durch, ich baller, ich treffe keine Freunde, ich habe keine Freundin, ich mache gar nichts, ich will Geld verdienen, so, ne? Was ist, wenn du nach zwei Jahren und einem Tag vom Auto überfahren wirst? Weißt du, dann hast du halt quasi die letzten zwei Jahre deines Lebens hast du halt vergeudet, in Anführungsstrichen. So, ne? Und da versuche ich mich immer sehr dran zu erinnern. Es ist natürlich auch immer eine schwierige Challenge und viele ist es ja auch ein Thema, wo ich jetzt sage, das ist kein leichtes Thema, ne? So, aber ich glaube, das ist für mich zumindest ist einer dieser Hacks, wie ich jetzt sage, hey, da versuche ich, das ist immer so ein bisschen mein Nordstern, wonach ich mich richte, dass ich denke, hey, ne, irgendwann ist hier alles vorbei. Ist das noch der richtige Weg so? Willst du das so weitermachen oder möchtest du vielleicht lieber ein bisschen mehr davon? Und allein sich nur diese Frage zu stellen, ne, also alleine, wenn du solche Gedanken dir machst, das bewirkt schon etwas. Also du musst ja nicht sagen, hey, ich kündige morgen meinen Job und werf alles hin und geh nach Australien oder so, sondern kleine Schritte sind die Dinge, die sozusagen dich langfristig viel, viel weiter voranbringen, weil das kannst du immer machen. Du kannst immer kleine Schritte und immer so gerade, was du so gerade abkannst, sag ich jetzt mal, ne? Das ist viel, viel effizienter, meiner Meinung nach, als zu sagen, hey, ich werfe jetzt heute alles hin und so und dann, ne? Weil da ist es halt oft so, dann hast du vielleicht dann zwei, drei Monate Auszeit, aber dann am Ende des Tages denkst du, ja, okay, ich muss doch wieder zurückkommen oder so. Ne? Also dieses, dass man kleine Schritte in die Richtung versucht, sich zu bewegen, wo man hin will, ist, glaube ich, eine der Dinge, wo man sich das erlauben darf, möchte ich jetzt mal so sagen. Richtig, richtig. Ja?
Ich hatte da zwei Sachen zu, die ich sagen wollte. Erstens, volle Zustimmung. Drei Sachen. Volle Zustimmung. Zweitens, yes. Es kann auch ganz wirken, wenn wir gerade so reden, okay, wir sind selbstständig, hier muss man auch mal sehen, es gibt noch eine Kehrseite der Medaille. Wenn man selbstständig ist, dann kommt der Gehaltscheck nicht jeden Monat, man muss selber dafür sorgen, genau, dass die Kohle reinkommt. Mhm. Aber natürlich, wir erschaffen uns unsere eigene Destiny, oder? Unser eigenes Leben. Und wir haben es selber in der Hand. Und die Sache ist so, dass... Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Naja, die Sache ist so, dass es halt einfach eine Menge Verantwortung mit sich bringt, ne? Wofür viele Leute, glaube ich, passt wieder. Ja, erzähl. Der Tod, ja. Genau. Mhm. Ich hatte mit 22, ich würde schon sagen, ich bin so in Depression reingeschlittert. Mhm. Ich war damals im Studium in Dänemark und da wurde es im Dezember, kamen so die Prüfungen, das war ein Masterstudium, gerade wurde es immer dunkler und in Kopenhagen, dann mittags um drei war es schon so nass kalt, ja, und es war irgendwie echt, echt kein schönes Wetter, nicht so wie hier in Thailand. Und dann habe ich angefangen, so Prüfungen zu lernen. Und da habe ich mir echt diese Fragen gestellt. Da kam diese Sinnfrage auf im Leben zum allerersten Mal richtig. Also warum lebe ich überhaupt? Warum mache ich diesen Scheiß gerade? Warum muss ich diese 50 Paper jetzt irgendwie lernen für eine Klausur morgen? Und ich habe eigentlich keinen Bock. Und vor allem, warum, was mache ich mit dem Studium nachher? Ich habe dann irgendwie einen geilen Masterabschluss, aber dann irgendwo in einem Konzern für 30, 40, 50 Jahre, bis ich dann irgendwann sterbe. Ja. Guck mal. Was ist der höhere Sinn, oder? Was ist das Ziel des Lebens? Ja. Genau, und deswegen die eigene Sterblichkeit immer vor Augen zu haben, das hilft einem auch ziemlich stark zu leben. Ich habe irgendwo einen Artikel danach dann gelesen, in der FAZ, glaube ich, dass die eigene Sterblichkeit gibt unserem Leben auch einen Sinn. So ist es. Ich war in Bali Anfang des Jahres in der Schwitzhütte, so dieses Thema Sky, wenn man schon mal gemacht hat, ziemlich geiles Ding. Du bist in einer Schwitzhütte und da werden so Steine reingebracht und es wird unheimlich heiß wie in der Sauna. Mhm. Also kann man träglich, es gibt so 5-6 Runden. Und der Typ, der es geleitet hat, ist auch ein Deutscher, der war mindestens schon über 60, denke ich. Und der hat auch angefangen mit den Worten: You have to realize that you're all gonna die. Okay, ja, geil. Das war mega. Das war echt mega, das mal vor Augen zu führen, oder? Und dann gab es auch in der fünften, sechsten Runde so richtig so ein Release, oder? Dass du alles mal rauslässt, was du eigentlich im ganzen Leben mal aufgeschoben hast und was das mal raus muss, die ganzen Emotionen, die ganze Last muss ab und so. Mhm. Das war echt Wahnsinn. Also kann ich jedem empfehlen, einfach das mal zu befassen. Ja, der eigene Tod. Ja, also ich habe da zwei Punkte, ne? Also das erste, witzigerweise, ich habe ja auch, bevor ich dann mein eigentliches Studium gemacht habe ich ja auch mit BWL angefangen. Ah, okay. Und weißt du, was ich habe zwei Semester studiert eigentlich? Ich habe dann am Ende habe ich Kulturwissenschaften studiert in Lüneburg und Kulturwissenschaften. Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Geografie. Trotzdem auch noch BWL als ein Hauptfach, das ist so ein Studium gewesen, was so modular war, ne? BWL, Geografie und Touristik habe ich studiert quasi am Ende des Tages. Ja. Mhm. Und aber ne, das ist das perfekte Scanner-Studium gewesen. Also da hast du wirklich ganz viele unterschiedliche Themen. So, ne? Also war richtig cool. Aber was ich sagen wollte, ich habe ja zuerst auch gedacht, ja, ich habe ein gutes Abi gemacht, ich war gut in der Schule, ich habe alles durchgezogen, so jetzt mache ich halt BWL, weil damit wirst du halt, machst du Karriere und kannst alles machen hinterher. Das war ja auch so ein bisschen so ein Gedanke dabei. Hey, und da habe ich mich ertappt im ersten Semester, genau wie du, bei den Klausuren, in der Klausurenphase, ich habe richtig abgekotzt. Ne? Also sorry, dass ich das so sage, aber es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe mir die Frage gestellt, ey, ich habe ein Abi mit 1,3 gemacht damals. Ne? Und warum the fuck habe ich mich hierfür entschieden? Ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich die komplett freie Wahl, dass ich machen kann, was ich will. So, und dann mache ich halt irgendwas, was mir überhaupt keinen Spaß macht, wo ich so merke, Alter, diese Klausuren, das ist einfach nur schrecklich. Das ist halt verschwendete Lebenszeit so, ne? Und dann habe ich so gedacht, boah, krass, also jetzt musst du jetzt wirklich eine Entscheidung treffen. Bist du hart genug und beißt dich da durch? Oder musst du was anderes machen? Und das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung für mich, weil bis dahin war mein Leben immer straight gewesen, so, ne? Und dann zu sagen, nee, ich breche das jetzt ab und muss mich umentscheiden, so, das war auch erstmal so wie so eine gefühlte Niederlage, sag ich jetzt mal, ne? Womit man erstmal mit umgehen musste. Aber diesen Moment hatte ich exakt genau gleich wie du. Also, dass ich gesagt habe, als ich diese Klausuren hatte, nee, sorry, das ist nicht meins, ich bin nicht hier auf dieser Welt, um irgendwie meine Zeit mit sowas zu verschwenden. Dafür habe ich jetzt nicht auch diese ganze Arbeit vorher geleistet, so, ne, dass ich halt gesagt habe, hey, ich will ein gutes Abi haben, damit ich halt alle Möglichkeiten habe und machen kann, was ich will, so, ne? Und dann fragst du dich schon, hey, warum willst du denn ausgerechnet sowas, was dir überhaupt gar keinen Spaß macht, so, ne? Und naja, das muss man sich dann erstmal eingestehen, so, ne? Aber was ich noch erzählen wollte zum Thema jetzt auch Schwitzhütte und so, ne? Also, das sind ja auch alles so Dinge, die kannst du ja auch immer so machen, das ist dann immer so, wenn du das machst, ist es halt mega, der hat es irgendwie für den Moment mega den krassen Effekt immer, so, ne? Und was ich halt immer cool finde, um Dinge auch in den Alltag zu integrieren, so, ne? Also dieses, gerade dieses Gedanke Carpe Diem-Ding, so, ne?
Also eine Technik, die für mich immer super gut funktioniert, ist morgens immer nach dem Aufstehen, quasi bevor ich irgendwie groß andere Sachen mache, einmal wie so Tagebuch schreiben in Anführungsstrichen. So, ne? Oder also da stellen sich jetzt immer so vor, die Leute, hey, heute war das und das. So meine ich das gar nicht, sondern ich meine, dass du dir halt so bestimmte Fragen stellst, die dich halt gerade beschäftigen oder zu sagen halt, sowas wie, wenn wir jetzt das auf das Thema Carpe Diem beziehen, einfach so eine Frage, die morgens zu stellen, schriftlich. Was würde ich denn heute machen, wenn ich wüsste, ich sterbe in 3 Monaten oder so, weißt du? Also so, ja. Einfach dein Gehirn einmal morgens sozusagen in die richtige Bahn zu lenken. Dadurch bringst du dich dazu, dass dein Tag ganz anders gelebt wird, dass du ganz andere Sachen machst, dass du andere Entscheidungen triffst. Weil was ich halt glaube, ist eben, wenn man Veränderung möchte, ist das Allerwichtigste die Frage, wie bringe ich das in meinen Alltag rein? Richtig. Ja, und richtig. So, dass es auch wirklich gelebt wird, weil du musst es ja umsetzen. So, ne? Und das ist eben so morgens irgendwie sich einmal zu primen, sein Gehirn zu primen in die Richtung, in die man gehen will oder in die Fragen, die man sich stellen möchte. Das habe ich immer als sehr, sehr hilfreich empfunden. Ey, auf jeden Fall. Ich habe irgendwann so einen geilen Spruch gehört. Wenn du ein besseres Leben haben willst, dann musst du die besseren Fragen stellen. Ja, definitiv. Ist so. Ne? Und größere Probleme suchen. Ja. Ist auf jeden Fall so. Definitiv. Ja. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja, bei mir ist es jetzt, also das klingt ja immer so von wegen, hey, krass, ne, da haben sich ja voll viele Gedanken gemacht und ne, das ist alles perfekt und so, ist bei mir definitiv auch nicht so, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der SEO-Alltag ist auch viel, viel, an Anführungsstrichen Arbeit, ne? Also was bei mir so ein bisschen meine Nische ist, in Anführungsstrichen, ist ja, dass ich sage halt, hey, komm, ich mache das halt für Unternehmen, die halt zum Beispiel super nachhaltig sind und wirklich coole Produkte machen oder so, ne, wo ich das Gefühl habe, hey, damit tust du auch was Gutes in der Welt. So, ne? Also so, ich bin jetzt nicht derjenige, der selber die Welt verändert, aber ich helfe Leuten, die richtig krass sind und die Welt verändern, dass sie sichtbarer werden. So, ne? Ja. Also das ist zum Beispiel für mich auch eine coole Mission, wo ich sage, hey, ich habe diese Fähigkeit, ich kann das, ne? Es gibt, du kennst ja auch genügend Leute, Alter, krasses Produkt oder krasse Idee. Schade, dass die nicht Millionen Leute kennen und nur noch dieses Produkt kaufen, so, ne? Und das ist ja genau das, wo man die beiden Welten dann gut zusammenbringen kann. Ja, genau. Und deswegen, ne, also was ich nur sagen wollte, dieses, worüber wir uns gerade unterhalten, ist sozusagen das Wünschenswerte. Aber es hat immer einen Aufprall auf mit der Realität, das muss man ganz klar sagen. Und aber einfach so, sich diese Fragen zu stellen und zu versuchen, es irgendwie gut oder besser zu machen. Das ist, glaube ich, das Ziel. Das ja, auf jeden Fall. Absolut. Das ist ein Ding, was du da ansprichst. Ich denke, dass viele Angestellte, ich damals auch im Konzern, die sehen in ihrem Leben keinen Job. Sehen in ihrem Job keinen Sinn. Mhm. Und das ist auf die Dauer sehr belastend für die Seele. Weil immer, wenn du etwas tust, was nicht im Einklang ist mit deinem Selbst, oder? Mit deinem Ich, was ich dich nicht frei entfalten kann, sondern du dich stattdessen fremdbestimmt fühlst, genau. Dann ist irgendwas nicht im Einklang. Mhm. Und das habe ich damals ganz, ganz stark gespürt. Mhm. Und deswegen, das ist nochmal einer der großen Vorteile, natürlich sich damit zu überlegen, okay, was will ich wirklich im Leben, oder? Wenn du jetzt zuhörst, bist angestellt und du bist gerade in einer Situation, wo du denkst, okay, ich habe einen Job und der ist irgendwie scheiße, und mir geht's scheiße, aber ich weiß nicht, was ich machen soll, dann geh raus und frag ChatGPT, was du machen kannst, weil es gibt so viele Optionen da draußen. Also jeder hat jeden Tag die Entscheidung, Veränderungen im Leben umzusetzen, oder? Ja. Und es geht mit einem kleinen Schritt, mit Turtle Steps. Ich habe eine Freundin, die hat einen Podcast, der nennt sich Turtle Steps. Mhm. Und das ist im Endeffekt, Veränderung passiert in kleinen Schritten, nicht in großen Schritten, oder? Also im Endeffekt, wenn du Steve Jobs fragst, Elon Musk, wie hast du Tesla aufgebaut, wie hast du Apple aufgebaut? Im Endeffekt, es ging nicht über Nacht, oder? Definitiv. Kleine Schritte. Und also ich sag mal, ja, also auch als Selbstständiger ist es ja auch so, man erlebt ja auch dann auch die Zeiten, wo du halt tatsächlich so Existenzängste hast, so, also es klingt jetzt ein bisschen hart, ne, aber im Sinne von, hey, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich nächsten Monat sozusagen mit der Kohle, das war bei mir am Anfang auch alles so, ne? Und was man sich einfach ganz klar bewusst machen muss, jetzt hier in Deutschland, ne, in der Schweiz ist es genau das Gleiche, in Thailand ist es vielleicht wieder anders, aber es ist ja so, hey, selbst wenn du deinen Job los bist, so, du wirst ja niemals Hunger leiden oder sagen halt, hey, ich habe wirklich, also sozusagen meine Existenz ist bedroht, ne? Du wirst immer, es wird immer Sachen geben, die dann irgendwie unangenehm sind, ne, auch, keine Ahnung, auf die nächste Party zu gehen und zu sagen, ich habe keinen Job oder irgendwie so, das sind alles so, das sind ja so soziale Faktoren,
wo man immer sagt, hey, okay, ja, das ist irgendwie unangenehm so, ne? Kann ich auch total verstehen. Jeder Mensch möchte irgendwie, das ist ja auch etwas, woran man sich irgendwie, worüber man sich vielleicht definiert, woran man festhält, ist dein Job, so dieses, ne, ab, wenn du halt aus der Uni raus bist, so, und irgendwie, da geht's ja vielleicht auch noch mehr um, also in der Uni geht's dann vielleicht so, definierst dich über deine Persönlichkeit noch und vielleicht über deine Noten oder sowas, ja? Aber, wenn du im Berufsleben bist, irgendwann ist es dann so, du gehst auf irgendwelche Partys, so, sag ich jetzt mal, Anfang 30, und, ne, und dann ist es immer so, wenn du die Leute nicht kennst, ja, was machst du so beruflich, so, ne, und das ist halt dann richtig, so, genau, hier mein Haus, mein Auto, meine Yacht und so, bla, bla, ne, aber wenn du dann da hinkommst und quasi nichts sagen kannst, oder, ja, ich bin gerade arbeitslos, ne, ist halt quasi so dieses soziale Angst halt, ne, aber was ich sagen will, ist, das sind alles ja so Dinge, die sind halt in unserem Kopf, ne, und du musst dich halt immer fragen, ist das wirklich das Problem, warum ich mein Leben oder warum ich mein Leben nicht so führen kann, wie ich es gerne würde? So, ne? Weil schlussendlich, richtig, wenn du das merkst und sagst halt, hey, nee, also ich werde in diesem Konzern, glaube ich, nicht glücklich oder dieser Job macht mich nicht glücklich, dann muss man doch ganz klar sagen, wenn du das weißt und bereit bist, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ich muss was anderes machen, das Schlimmste, was dir in Deutschland passieren kann, ist, dass du dein Bürgergeld kriegst. So, ne? Und das heißt ja, hier, du hast jetzt halt wenig Geld. Hartz IV, ne? Dann, so, ja, ja, Hartz IV früher, jetzt ja Bürgergeld. Aber so, weißt du, wenn man sich das klar macht, so gerade auch, was in anderen Teilen der Welt so abgeht, denkst du auch so, ja, okay, krass, zumindest habe ich was zu essen und habe ein Dach unter dem Kopf. So, ne? Das ist nicht geil, so vom sozialen Aspekt her, ganz klar. Will ich auch gar nicht schönreden, aber es ist halt nicht so, dass du jetzt irgendwie frierst oder hungerst oder auf der Straße landest. Und das ist halt natürlich schon bei der, in vielen, vielen anderen Teilen der Welt ist das halt so, dass du dann einfach zusehen musst, wie du was zu essen kriegst oder vielleicht für deine Kinder was zu essen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Ich denke, alle, die jetzt zuhören hier, ne, alle im Dachraum und darüber hinaus, sind natürlich alle sehr privilegiert, weil wir haben. So ist es. Das muss man auch klar sehen. Was nicht auffängt, ne? Also was kann passieren? Ja. Ich habe irgendwann einen Podcast gehört vor vielen Jahren, das Schlimmste, was passieren kann, ist auch ein Unternehmertyp, das Schlimmste, was passieren kann, ich gehe jetzt zurück zu meiner Mutter in den Keller und schlafe auf dem Sofa, ne? Ja, so ist es. Also das ist halt, ja, die Stoiker, also Philosophie nochmal, ne? Die haben ja auch, ja, also Marcus Aurelius hatte immer so krasse Übungen, wo der immer gesagt hat, der hat irgendwie einen Tag irgendwie im Monat oder so gemacht, wo er gesagt hat, er dekliniert mal durch die schlimmsten Dinge in seinem Leben, die passieren könnten. So, ne? Also was ist das Allerschlimmste, was passieren kann? Und dann versucht er das sozusagen einmal zu durchleben oder zu machen. So, ne? Also sprich, wenn er halt irgendwie keine, er hat jetzt keine Bleibe mehr, muss auf der Straße schlafen. So. Dann hat er das einfach gemacht. Und dann, ne, siehst du halt, okay, krass, das ist vielleicht doch gar nicht so krass schlimm, wie du das dir vorstellst. Also indem du es dann machst, nimmst du dir auch selber die Angst davor. So. Und das, richtig, ist so eine Sache, ne, da würde ich immer den Leuten sagen, hey, alleine schon das mal zu durchdenken, zu sagen, was würde eigentlich passieren, wenn ich selbstständig bin? So, ne? Was würde dann passieren? Also wenn ich jetzt sage, ich gebe meinen Job auf und so, was wäre jetzt das Nächste? Ja, okay, ich habe vielleicht Angst, dass ich keine Jobs kriege oder dass ich halt, keine Ahnung, dass mein Produkt, was ich habe, nicht erfolgreich sein wird. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Okay, du kannst vielleicht Schulden anhäufen dadurch, du kannst irgendwie einen Misserfolg erleben, so, ne, also scheitern, du kannst irgendwie immer noch wenig Geld haben, so, weißt du, da kannst du das mal so durchdeklinieren und dann wird ja irgendwann, wenn du diese Dinge beim Namen nennst, auch wieder gerne schriftlich, ne? Also ich mache sowas immer gerne auf Papier, dann, yes, dann merkst du halt plötzlich, ja, okay, also natürlich habe ich Ängste so, das ist auch völlig berechtigt, aber das ist jetzt gar nicht so krass schlimm, wie man vielleicht denkt. Also, weil in deinem Kopf ist es alles immer sehr viel schlimmer. Wenn du, sobald du es einmal auf Papier schreibst, so, dann merkst du ja, okay, nee, vielleicht doch nicht so schlimm. Richtig, ganz genau. Ich war mal beim Seminar von Christian Bischoff, dem ich auch früher sehr, sehr viel gefolgt habe. Gerade so in der Anfangszeit. Und der hatte mal auf einem Seminar, hat der mal eine Teilnehmerin befragt. Und der hat so gemeint, ja, ich möchte mich selbstständig machen und so weiter, aber ich habe Angst davor zu scheitern. Und dann meinte Christian Bischoff so, okay, was kann denn passieren? Was ist deine Angst? Ich meine, ja, ich habe Angst, dass ich irgendwas nicht schaffe und ich keine Kunden kriege und kein Geld kriege und dann schlafe ich unter der Brücke. Also er hat nur eine Frage gestellt. Ich sag mal, sie heißt Sabrina, oder whatever, ich weiß nicht, wie sie hieß. Sabrina, wie viele Menschen kennst du, die unter der Brücke schlafen? Ich meine, sie, keinen. Und dann meinte er, siehst du, genau das ist das Problem, weil dein Geist, ja, dein Mindset, das hat keine Relation dazu, wie es ist, selbstständig zu sein. Das heißt, sieht nur die ganzen negativen Sachen, ja, genau, und denkst, okay, geht vom schlechtesten Worst-Case-Szenario aus, dass du in der Brücke schläfst und obdachlos wirst und drogenabhängig, whatever. Ja. Aber was wäre denn, wenn es gut geht, oder? Es ist viel wahrscheinlicher, dass du irgendwie dich durchschlägst und irgendwie erfolgreich bist, wenn du ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckst, ein bisschen Erfolg, wenn du Glück dabei hast, oder?
Ja, also man muss ja auch ganz klar sagen, der Mensch ist ja so gestrickt, ne? Also wir haben ja überlebt als Spezies, weil wir halt Pessimisten sind, ne? Also wir gehen ja, fragen uns immer, was der Worst Case sein kann, wenn ich da um die Ecke biege und da plötzlich ein Säbelzahntiger stand, so, ne? Also sprich, deswegen, das ist ja auch in uns reingewebt, das ist auch gut so, ne? Aber man muss halt natürlich dann immer, genau das ist der Punkt, heutzutage hast du halt keine Bedrohung mehr, die dich umbringen kann, sondern halt eher so dieses, ja, ich habe vielleicht dann so, ich würde das immer so ein bisschen unter soziale Ängste zusammenfassen oder soziale Befürchtungen oder wie auch immer. Ja, dass ich halt irgendwie meinen Status vielleicht ein bisschen verliere oder dass ich vielleicht auch 2 Jahre habe, wo ich mal nicht in Urlaub fahren kann, weil kein Geld, solche Dinge, ne? Das ist alles nicht geil, ne? Aber selbst wenn du dir überlegst, was du hinten raus vielleicht, also ne, man muss sich ja auch immer überlegen, für alles, was du in deinem Leben machst, zahlst du einen Preis. Auch jetzt, für das, was du jetzt gerade machst. Zahlst du einen Preis. Auch jetzt. So, ne? Auch wir gerade. Wir gehen oft gerade so Zeit für diesen Podcast. So, ne? Also du musst halt immer sozusagen dir bewusst machen, der Status quo, der kostet dich auch was. Dir ist es nur nicht mehr bewusst, weil du dich dran gewöhnt hast. Richtig. Aber, ne, so, frag dich mal, wenn du in einer Situation sein solltest, in der du vielleicht jetzt gerade unzufrieden bist, frag dich doch mal, ist der Preis, den ich jetzt gerade zahle, ist der eigentlich so viel geiler als den ich womöglich zahlen könnte, wenn ich was mache, was mir Spaß macht. So, ne? Also, so, das ist immer so ein Punkt, ne? Man muss da einfach diesen negativen, ich bin immer der Meinung, diese Angst oder diesen Pessimismus immer hingucken und ihn einfach versuchen, ganz klar ins Auge zu sehen und vielleicht an der Stelle dadurch ein bisschen zu entzaubern. So. Aber absolut, ich bin dagegen zu sagen halt, ey, nee, also wir wollen das, hey, das ist doch Quatsch, ne? Denk mal positiv oder so, ne? Weil dass wir negativ denken, ist bei uns eingewebt. Das musst du akzeptieren, da muss man hinsehen. Und erst wenn du das machst, kannst du meiner Meinung nach auch sagen, hey, okay, ich hab dich jetzt angeguckt, ich weiß, was Sache ist, und jetzt kann ich mich auch wieder mit dem Blick dahin wenden, wo ich gerne hin möchte. Also was das Positive ist. So, ne? Richtig. Das ist auch noch ein Thema, was du ansprichst, dieses, dass wir deswegen überlebt haben, weil wir Pessimisten sind und wir auch dieses Flight-or-Fight-System haben, ne? Und das Krasse ist aber zum Beispiel, angenommen, du bist im Alltag im Konzern und hast irgendwie Stress, dein Chef kommt rein und meint, hier, ich brauche das bis heute um 3 Uhr, muss es fertig sein, und hast aber voll die Panik, weil das dauert echt viel länger und so. Dann geht der voll die Alarmglocken bei dir an und du willst weglaufen, weil du eigentlich den Stress empfindest. Mhm. Das heißt eigentlich, die ganzen alten, sagen wir mal, Mechanismen in unserem Körper, evolutionsbiologisch bedingt, oder? Die sind eigentlich nicht mehr wirklich richtig anwendbar oder sinnvoll, sag ich mal, im Jobleben. Weil oftmals willst du eigentlich wegrennen, der Körper schüttet eigentlich Adrenalin aus, um wegzurennen und baut Kortisol. Oder deinem Chef ins Gesicht schlagen. Ja, dann hast du auch den Job danach nicht mehr wahrscheinlich. Ja, ja, aber du hast Adrenalin dann, ne? Oder Hormone, die dir sagen, lauf jetzt weg oder stell dich tot oder kämpfe. So, richtig, ganz genau. Ja. Ganz genau, ja, das ist auch noch so ein Thema, ne? Und klar, mit dem du solltest natürlich nicht vom Negativen ausgehen, aber klar, auf jeden Fall hilft es schon, dir mal die Frage zu stellen, was könnte im Worst Case passieren? Mhm. Und ich denke, es ist auch immer so ein Punkt, dem ich auch manchmal schwer tue, wenn Menschen dann sagen, stell dich morgens hin und dann stell dir diese Frage, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich wäre erfolgreich? Mhm. Also das ist auch so eine Mindset-Frage, ne? So, ja, das ist eine geile Frage. Habe ich auch ganz gerne. Geile Frage, absolut. Sehr, sehr geile Frage. Also so dieses, ne, also vielleicht um das nochmal so klar zu machen, weil ich habe das zum ersten Mal nicht so richtig verstanden. Aber so dieses, die Frage meint, wenn du garantiert erfolgreich wärst, also egal was du machst, so, ne, und du würdest damit garantiert erfolgreich sein, was würdest du denn auswählen? So, ne? Richtig, so habe ich sie zumindest verstanden. Und dieses, ja, ey, krass, okay, wenn ich damit garantiert Erfolg hätte, so, ne, und dann könnte man sich ja fragen, so, hey, ich wäre auf jeden Fall Musiker. ich auch. Du auch, oder was? Ja, also ich habe leider es verpasst, in meiner Jugendzeit ein Instrument zu beherrschen oder zu lernen. Scanner-Typ halt, ne? Irgendwie andere Sachen gemacht. So. Ja. Ich weiß, heutzutage braucht man es auch vielleicht nicht mehr, ne? Aber grundsätzlich, ich glaube, so Musik machen oder so, das wäre schon etwas, wo ich sage, halt, also, das wäre eine geile Legacy, finde ich, weißt du? Es gibt eigentlich kaum eine der schönsten, weil das ist auch wieder so eine Frage, was willst du der Welt hinterlassen, so? Ich möchte der Welt entweder einen Patagonia-mäßigen, riesigen Nationalpark hinterlassen, wo Tiere in Ruhe gelassen werden und Bäume wachsen können und Menschen durchlaufen können und das genießen können, oder mindestens eine Melodie, die so erfolgreich wäre wie ein Beatles-Song. So, weißt du, wo du sagst, ja, okay, das wäre, wenn ich die Wahl hätte von einem diesen beiden,
dann werde ich glücklich sterben. So, auf jeden Fall. Mhm. Aber lustig, dass du es mit Musik sagst, weil ich bin ja selber auch Musiker. Ich habe Klavier gelernt früher, dann habe ich immer mit Bass umgeschwenkt. Mhm. Und ja, ich war jetzt gerade in Chiang Mai jetzt vor 4 Tagen, war ich in so einer Jazzbar abends, oder Open Mic Night. Das heißt, du kannst quasi hingehen, das ist ein Instrument da rum und so weiter, und dann schriegst du den Namen Liste ein, und dann ging's los. Dann hab ich abgejammt mit ein paar Leuten, das ging richtig cool, ab. Ne? Und mehr Musik ist auf jeden Fall eine der besten Sachen des Lebens, und ich war auch am Glück zu machen. Mhm. Und das Ding ist, dass dieses Gefühl ist unbeschreiblich gut. Also gerade auf der Bühne stehen, Leute irgendwie klatschen und applaudieren, das ist richtig geil. Und ich habe damals immer überlegt, also schon lange, lange, bevor ich mich damit befasst habe, oder mit Jobs und Aussteigen und so weiter, schon vor 10, 15 Jahren, oder? Schon noch vorm Studium habe ich schon so gedacht, yo, es wäre eigentlich voll geil, wenn ich die Welt bereisen könnte und dabei Musik machen kann. Mhm. Und das mache ich ja aktuell in der Tat. Ja, genau. Nur nicht für Geld, sondern halt einfach so, ne? Genau, wäre natürlich auch geil, wenn du mit so einer Band, dass du irgendwie so auf Tour gehst und so, aber das ist auch gerade auch ganz geil, ich als Nomade rumzuziehen, dann irgendwelchen Jazz-Bars abzuchillen, abzujammen. Ja. Ja, ja, also ich sag mal so, das Ende der Skala ist ja quasi Taylor Swift mit ihrer aktuellen Tour, ne? Was da abgeht, ich gucke mir das immer so auf Instagram, und ich denke immer so, Alter, das ist eine so krasse Maschinerie, ne? Und ich weiß auch nicht, wie man das machen kann, dass du sagst, ich tour durch die ganze Welt und baller da jeden Abend irgendwie das gleiche Konzert so raus und vielleicht ein bisschen Abwechslung. Aber ja, ne, also ich meine, das ist krass. Also das wäre jetzt zum Beispiel nicht so unbedingt das, was ich mir so vorstelle. Also für mich ist es aber so, ey, ich bin halt einfach, ich liebe halt Musik, und es gibt halt einfach so Songs, die so viel in einem auslösen, oder Melodien oder so, wo du denkst, ey, krass, die Leute, die das gemacht haben, das ist wirklich einfach, das bleibt ja für immer in der Menschheitsgeschichte so, weißt du? Also, absolut, ja, absolut Legacy. So, ne? Und das ist halt irgendwie, sowas, weißt du, dass irgendjemand dein Song in Anführungsstrichen singt, so, das wäre für mich so, wo ich sag, wow, krass, das finde ich richtig cool. Sollte die Frage wieder, ne? Taylor Swift, ich kenne sie nicht so gut, also nicht persönlich, wir haben uns ein paar Mal getroffen. Du kennst Taylor Swift nicht? Nein, ich muss aber ganz kurz einen Funny Fact berichten. Ich habe neulich von Spotify eine E-Mail bekommen, die mir gesagt hat, du gehörst zu den weltweit Top 15% der Taylor Swift-Hörer. weil als ich auf Weltreise war, 2011, in Alaska, habe ich die in einem Einkaufszentrum gehört. Ich gesagt, Alter, was ist das? Ich dachte, das ist da getroffen. Nee, leider nicht. Ja. Aber so gehört. Und dann habe ich gesagt, Alter, die finde ich ja mega krass. Ich muss mir unbedingt ein Album von der holen. Damals war noch CD. Habe ich halt quasi mir eine CD von der geholt, weil ich wollte wissen, wer das ist und so. Hätte man ja niemals ahnen können, dass sie so erfolgreich wird. Aber ich fand halt ihre Mucke einfach immer mega cool. Aber Wahnsinn. Sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, was ich sagen wollte ist, mit dem Thema Auftritt und so weiter, Maschinerie, die hinten dran hängt. Also, was ich noch richtig krass finde, also einer meiner Lieblingskünstler ist auch Avicii, der leider schon verstorben ist. Mhm. Aber alle, die es nicht wissen, der Typ hatte keinen Bock drauf zu performen. Also gibt es eine richtig gute Dokumentation auf Netflix. Ich weiß nicht, wie die hieß, irgendwas mit Avicii, bla bla. Und dann geht es im Prinzip darum, dass er von seinem Manager gepusht worden ist, ne, immer weiterzumachen, immer noch mehr Sachen zu spielen, mehr kommerzmäßig und so weiter loszulegen. Und er selber ist echt introvertiert, er wollte nicht auftreten, er hatte echt diesen inneren Widerstand dagegen, oder? Und dann hat der Manager gemacht, ja, da musst du noch auftreten, wir müssen mehr Asche machen und so. Und dann irgendwann hat er dann entschieden, okay, er hört auf, er will raus. Und die Dokumentation, die geht richtig darauf ein, ne, wie seine innere Gefühlslage war, dass es echt für ihn auch sehr, sehr belastend war vor allem. Und er hat auch noch Probleme gehabt, also mit seiner Gesundheit. Hat er, das heißt auf Deutsch Pancreatitis, also mit der Bauchspeicheldrüse irgendeine Entzündung, glaube ich, und so. Mhm. Und da ist auch wahrscheinlich dann gestorben dann später. Mhm. Und die Doku war aber noch vor seinem Tod. Also echt auch krass. Also irgendwie das, vielleicht hing doch der Tod ein bisschen zusammen mit diesem Druck und so weiter, ne, den er hatte. Ja, ja. Und ich denke auch schon, dass viele, viele Musiker auch echt am Rad drehen, ne? Und vielleicht es gar nicht wollen. Naja, ich meine, also das zeigt halt wieder auch eine dieser Sachen, ne, dass die Leute immer denken, hey, wenn du erfolgreich bist und Geld hast, dann sind die Probleme alle weg oder so. Das ist definitiv nicht so, ne? Also du hast auch als, ich weiß nicht, der war ja auch, glaube ich, Ende 20 oder so erst, ne? Du hast die gleichen Probleme oder vielleicht ähnliche Probleme wie andere Menschen, halt auch vielleicht auch auf einem anderen Niveau, ne? Also, aber grundsätzlich fragt man sich ja trotzdem so, wo wird's hingehen, ne? Wer bin ich eigentlich wirklich, was will ich und so, diese ganzen Fragen stellt man sich ja auch, wenn man halt zu viel Geld hat, nur, ne? Also richtig, insofern, davon ist man nicht. Nicht irgendein Schauspieler, mal, glaube ich, gesagt. Ich glaube, stimmt, Jim Carrey. Ich weiß nicht mehr, das war, einer hat gesagt, trust me guys, being rich and famous doesn't make you happy. Ja, das ist Jim Carrey gewesen, ja. Jim Carrey? Ja, ja. Ah, krass, gut zu wissen. Ja. Weil das ist ja das Ding, weil alle wollen rich and famous sein, aber im Endeffekt, ja.
Ja. Hast du dann vielleicht ein Tischchen High, wenn Leute dich natürlich bejubeln und so weiter, aber im Endeffekt, du musst mit deinem Leben, mit dir innen drin, ne, zufrieden sein und glücklich sein. So ist es. Ich würde sagen, das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich gutes Schlusswort, Chris. Yes! Also, das haben wir schon doppelt so lange gesprochen, wie eigentlich abgesprochen, ne? Ja, alles cool. Macht ja auch super Spaß, ne? Ich musste ja gleich nur Frau und Kind vom Schwimmkurs empfangen, dann die, wenn die vom Schwimmen kommen, ist immer die ultra fertig und so, ne? Und dann hier wieder ein bisschen, muss Papa hier wieder einen auffangen. Verstehe ich vollkommen, Matthias. Aber Matthias, richtig geiles Gespräch, also echt. Ich auch. Mega viele Scanner abgehakt. Es war richtig cool, Scanner-Podcast in der Tat. Mhm, ja. Und noch eine letzte Frage. Hast du noch irgendwelche Kanäle, die ich Leute jetzt erreichen können? Also wenn jetzt mal, wenn ihr irgendwas noch mehr über SEO wissen wollt oder AI oder was auch immer, ne? Wasser K4, Barfußschuhe, habe ich noch geschrieben. dann schreibt Matthias an. Ja, sehr gerne. Genau. Wo kann man dich erreichen? Wo bist du aktiv und wo kann man dich sehen? Also genau, meine Website ist shopify-seo.de. Also wir können aber das auch einfach alles hier, glaube ich, in die Shownotes am besten packen. Wir verlinken einfach alles, ja. Ja, so. Ne? Und meine Mailadresse ist einfach matthias@shopify-seo.de. Da könnt ihr mich auf jeden Fall anschreiben gerne, wenn ihr euch irgendwas interessiert, so von den Themen, die wir so beschnackt haben. Und ja, genau. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, Chris. Und in Folge 9 sogar schon. Also ziemlich cool. Folge 9, yes. Ja. Yeah. Und genau, also können wir gerne mal wiederholen. Ne? Sehr, sehr gerne, Matthias. Also wir machen spätestens eine Folge, wenn wir uns live sehen auf der Vacation im Schloss Blankensee nächstes Jahr. Sehr gut. Ja, so machen wir das. Cool. Alles klar, mein Lieber. Dann ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir einen schönen Samstag. Danke dir auch für die Einladung und schöne Grüße lieber rüber nach Thailand, ne? Danke, schöne Grüße nach Hamburg. Mach's gut. Tschüss. So, das war's. Die Folge ist vorbei. Doch weiter geht's für nächsten Montag, kurz nach Mitternacht, lade ich nächste Folge hoch, in der ich wieder einen spannenden Scanner interviewe. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da, gib mir gerne 5 Sterne auf Spotify, iTunes oder wo immer du diesen Podcast gerade hörst, damit noch mehr Scanner hiervon profitieren. Leite den Podcast auch gerne weiter an andere Leute in deinem Netzwerk, die Scanner sind, zum Beispiel Family, Friends und Kollegen, damit sie hier den maximalen Mehrwert für sich rausholen können. Also, bis zum nächsten Mal, euer Master Scanner Christian. Like, comment and subscribe. Oh, das ist super lieb von dir. Dhanyawad aapka.